Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Silence. Ja, wir haben Kyra irgendwie befreit und wahrscheinlich auch ihre ganze Lebenszeit vernichtet. Und jetzt sind wir da dran, Rini irgendwie zu befreien. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, einfach mal da drüben. Ne? Das sind die langen Kerzen. Sie ist jung. Es könnte da irgendwo sein. Königskerzen spiegeln sich in diesem Splitter. Oh, die Rätsel sind aber schon cool gemacht. Okay, das hat nichts mit der Lebenszeit zu tun. Da ist sie! Ganz vorsichtig. Okay, den setzen wir jetzt auf den Thron. Also die Kerze. Und war das dann das Rätsel? Haben wir es dann gelöst? Wir werden sehen. Ja, war doch klar. Also befreien wir erstmal Rini. Ja, raus mit dir, junge Dame, raus mit dir. Und jetzt noch. Naja, jedenfalls bist du die Heulsuse los. Den Rest kriegen wir auch noch hin. Sie hält ihr Lebenslicht. Es brennt. Alles ist gut. Warum kann ich jetzt die Kerze wieder nehmen? Okay. Jetzt spring los, kleiner Hüpfer. Was soll das? Oh nein. Und was soll ich mit der Laterne? Nicht wegschmeißen! Du siehst ja aus wie eine Oma. Hä? Na, deine Haare, die sind weiß. Hey, wisst ihr was? Shana wartet da drin auf uns. Kommt mit. Wir haben doch das Oh Mann, ey. Cedric, du bist ein Hohlkopf. Du bist echt Alles ein Hohlkopf. Klar, ich hab's geschafft. Hier sind wir. Tretet näher. Oh, du bist Shana? Große Shana, wir wollen die falsche Königin stürzen und haben hier den Splitter, um sie endlich zu finden. Ich weiß. Du bist ja noch viel toller, als ich dachte. Huch, wo ist er denn? Eben hatte ich ihn noch. Da ist er. Ich hab ihn. Wieso das? Her damit! Psst. Ja, das ist der Splitter vom Spiegel, den Cedric einst zerstört. Danke für den Hinweis. Immer schön Salz in die Wunde. Ist der Splitter wirklich so mächtig, den Weg zum Thronsaal zu weisen? Er führt durch das Licht, das das Meer mit Hoffnung erleuchtet. Ans Ende der Welt. Oh je, jetzt redet sie wie Janus. Ende der Welt? Ich wusste immer, dass Silence eine Sackgasse ist. Der Thronsaal ist irgendwo im Meer. Ich wusste es. Wir haben ein Schiff, also los. Der Splitter ist mehr als ein Wegweiser. Mit ihm wird der Spiegel wieder ganz. Heilt das Land, die falsche Königin verschwindet, all ihre Sucher mit ihr. Ja, das ist genau, was wir wollen. Und die verlorenen Seelen kehren heim. Hört nun meine Prophezeiung. Cedric, ich habe Angst. Ja, ich auch. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Ich bin Cedric. Halt die Klappe, du Clown. Dann hört genau Cedric. Die Prophezeiung lautet, am Ende dieses Tages wird nur einer von euch den Thronsaal betreten. Oh. Was rechts ist, kehrt sich um. Und die falsche Königin wird sich im Splitter spiegeln. Nein, wird sie nicht. Das ist die Prophezeiung. Sie hat uns alles genommen, was wir liebten. Sie soll bekommen, was sie verdient. Her mit dem Splitter. Hey! Du hast es gehört. Nur einer von uns wird den Thronsaal betreten. Und das bin ich. Jetzt, Kyra, bleib mal ruhig. Kyra, das meinst du doch nicht so. Wirst du gleich sehen. Psst.
Jetzt geh hinaus und erfülle die Weissagung. Ganz allein? Am allerliebsten hätte ich ja meinen Bruder bei mir. Wir haben hier aber nur eine imaginäre Version von ihm im Angebot. Und dann auch noch nicht mal die beste. Ganz egal. Zauber Cedric frei, bitte. Erst sage mir, warum. Da gibt es diesen Wolkenspruch. Wenn nur eine Wolke ist, dann ist Cedric der Regen. Und wenn ich nicht mit der Wolke spielen kann, dann... Spielst du mit einer Pfütze? Genau, ist doch ganz einfach. Wenn es so ist, sollst du Cedric haben. Oh, danke. Hey, was? Aua! Oh, Cedric! Vorsicht, mach den alten Clown nicht kaputt. Genau, machen wir uns auf den Weg, solange Kyra nicht dazwischen funkt. Wie war das noch? Auf den Ozean schippern und immer den Splitter ins Licht halten, stimmt's? Und wenn wir fliegen, kannst du uns nicht Flügel zaubern? Bitte, Miss Shana. Das schaffen wir schon allein, Rini. Auf zum Hafen. Tschüss, Miss Shana. Ja, bis bald einmal wieder. Ach nein, besser nicht. Pass gut auf sie auf, du Narr. Oh, ich hätte aber auch Spotty gern. Ich hätte gern beide. Also, oh, das war jetzt eine bescheuerte Entscheidung. Ich hätte auch gern mit Spotty weiter gemacht. Oh je. Was zum Teufel? Was sind das jetzt für Dinger? Spotty, wir befreien dich. Du kommst da wieder raus. Hundertprozentig. Das ist völlig Banane, ey. Achso, ich kann ja was machen. Ja. Okay, so, jetzt wird's interessant. Oh oh. Okay, dann schaffen die mich wieder da rein. Alles klar. Dann kriege ich mich wieder raus. Mach mich bigger und ab dafür. Okay. Das klappt nur semi-gut. Ah, jetzt habe ich irgendwas runtergeworfen. Warte mal. Können wir uns jetzt als so ein Ding verkleiden? Vielleicht so? Okay, alles klar. Dann gehen wir doch mal da lang. Warum mache ich das? Okay, ich muss wohl da rein. Glaube ich. Oh, was auch immer mir das jetzt... Gut, ich muss da nicht rein. Das geht nur nach links oder rechts, okay. Nee, da will ich es nicht bewegen erstmal. Das geht auch nicht. Ach, da oben kann ich noch was machen, okay. Was können wir denn hier machen? Huch! Ja. Alles klar, das heißt, wir müssen jetzt da eher nach rechts uns hüpfen lassen. Machen das nochmal.
Komm da, wir kommen da schon drauf. Wir kommen da schon drauf. Und hoch mit dir. So, runter. Und wo hüpfst du jetzt hin? Zack. Gut, das war ein Schuss vollkommen in den Ofen. Okay, wir brauchen nochmal hier unser Versteck. Also unsere ultra tolle Verkleidung. So, rein mit dir. Okay, was passiert, wenn wir das hier nur gerade machen? Ursprünglich, wie es war, ohne es zu verschieben. Und machen jetzt das. Was passiert dann? So, wo hüpfst du hin? Ach, ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Ah, alles klar. Okay, nochmal klein machen. Raus mit dir, Spotty. Wir machen dich wieder normal. Einmal darunter. So, jetzt nehmen wir nochmal unser Trümmelchen. Machen es einmal nach links. Mehr geht ja nicht, ne? Nein, okay. So, jetzt hängen wir uns da nochmal dran. Und hoch mit dir. Oh, ach, jetzt sehe ich das erst. Okay, alles klar. Bewegen. Das haben wir schon mal geschafft. Was auch immer. Hä? Was? Müssen wir noch einen holen? Okay, dann holen wir uns noch einen. Oder auch nicht. Wir holen uns keinen mehr. Jetzt da was machen? Ach so. Ja, und tschüss, ne? War schön mit euch. Spotty, sind wir wieder vereint? Sind wir alle drei zusammen? Schau mal, Rini. Da unten ist der Hafen und das Meer. Und dann bist du auch schon fein zu Hause. Ja. Ja, das wäre auch mal was, wenn das reibungslos funktionieren würde. Das wäre viel zu langweilig. Na, wo hat's uns jetzt hin verschlagen? Verdammt. Rini! Was? Rini, bist du das? Uiuiui, mir dreht sich alles. Sadwick? Hör, er ist noch oben. Alles okay, mir geht's gut, nichts passiert. Nanu? Hey, klaut nicht den Splitter, du Schweinenasen. Ganz, ganz toll. Das ist doch kein Keks. Mit Zuckerguss und bunten Streuseln, wie ihn Miss Clock immer gebacken hat. Oh. Hey, was machst du denn da? Hey, bleib hier, das gehört dir nicht. Oh je, wie nee. Ach, Spotty. Da bist du wieder. Du bist wieder da. Ich traue mich nicht runterzuspringen, Spotty.
Ja, dann wollen wir doch mal schauen, wie wir dich jetzt runterkriegen. Ach, guck mal, wir können mal wieder Dings wechseln. Ich will hier raus. Ja, warte mal kurz. Oh, das ist ganz schön hoch. Das stimmt. Auch wenn Noah das doof findet, ich mag Zirkus und Clowns. Ja, das sieht auch ein bisschen aus Da wie. ist der Marktplatz. Habe ich von oben gesehen. Es sieht auch aus wie das Zelt aus dem ersten Teil, ein bisschen. Du bist ins Wasser gestürzt und aus dem Brunnen gekommen. Gut gemacht. Okay, können wir da was machen? Hallo? Spot, du lebst. Pass gut auf Winnie auf, ja? Besser als ich zumindest. Okay. Ja, okay, gut, man kann da nichts machen. Wie kriegen wir Du den bist ins jetzt? Wasser gestürzt. Ja, okay. Wir sind ins Wasser Gut gestürzt. gemacht. Alles gut. Die Seilbahn ist gerissen. Ja, das ist Ich will so. hier raus. Ja, ich möchte ja auch, dass du hier rausgehst, aber ich habe noch keine Idee, wie ich dich hier rauskrieg. Junge Dame. Was ist denn, wenn wir hier mal Gebiet wechseln? Können wir da irgendwas machen? Vielleicht haben wir da eine bessere Idee. Ah, okay, da sind wir jetzt wieder bei Noah. Ach, schau mal an, was ist denn hier? Ich hasse Balance. Zu wenig, um damit runterzuschweben. Okay, also gut, wir müssen jetzt Noah da runterkriegen. So viele Glücksmünzen. Die haben alle nicht geholfen. Magst du eine nehmen? Räum doch den ganzen Brunnen aus. Okay, wir haben Glücksmünzen. Können wir noch mehr nehmen? Vielleicht helfen die Glücksmünzen ja doch. Können wir vielleicht noch mehr nehmen? Vielleicht helfen die Glücksmünzen ja doch. Wir räubern hier den ganzen Brunnen aus. Nein, jetzt gucken wir mal, was ist das Keine denn? Ahnung. Okay, gut. Ach, da ist er, wo er durchspricht. Pass gut auf Rini auf, ja? Okay, verstehe. Was können wir hier machen? Sehr schön. Warum haben wir das gemacht? Vielleicht kann ich mich an dem Seil runterhangeln. An welchem Seil? Ich sehe noch gar kein Seil. Im nächsten Leben. Okay. Oh, guck mal, da können wir was reinwerfen. Münzauto, Dings, was macht das dann? Habe jetzt genug Münzen. Was ist Na das? toll, Zitronendrops. Zitronentrops. Okay, wir haben Zitronentrops. Das ist doch schon mal was wert. Mal gucken, was wir jetzt so finden. Wir sind Was jedenfalls soll das? nicht willkommen. Hey! Ja, eben, knock, knock. Wart ihr das? Was glaubst du wohl? Und wir machen es auch nicht wieder auf. Jedenfalls nicht für umsonst. Was wollt ihr haben? Hey! Waren das die Kinder vom Anfang, vor dem Angriff?
die eigentlich tot sind. Waren das die? Was wollt ihr denn haben? Na was schon. Was ganz, ganz Tolles. Was denn sonst? Ich hab Zitronentrops. Was haltet ihr? Ja, guck mal. Münzen und Zitronentröpse. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Münzen oder Bonbons. Von mir aus auch beides. Behalt dein Geld. Die Bonbons kannst du hochwerfen. Na also, wir haben schon mal hier das erste Rätsel gelöst. Ach, Noah, du bist so ein Trottel. Werfen kannst du echt nicht. Lasset mich ein, lasset mich ein. Oh. Was wollt ihr denn haben? Wir wollen endlich was ganz, ganz Tolles. Ja, ist ja gut. Nicht wenig und nicht zu viel. Für jeden eins. Also zwei Tröpse quasi. Alles klärchen. Was ist dir? Das habe ich vorhin schon im Augenwinkel gesehen. Ich glaube nicht, dass die Mädchen Kriegspropaganda toll finden. Aha, okay. Sieht mir aus, könnte es diese böse Königin sein? Sieh an. In Silence wird sogar geheiratet. Wurde. Was ist das? Die Tür ist zu. Okay. Gut, dann holen wir noch mal Tröpse. Wir haben ja noch genug Münzen. Dann holen wir noch mal zwei Tröpse. Wir gehen ein. Ist das ein Deal? Der hat ausgelutscht. Wie, der hat ausgelutscht? Moment, muss ich jetzt noch eine Münze wiederholen? So viele Glücksmünzen. Habt ihr doch nicht alle hier. Kann nicht sein, dass da nur ein Zitronentrops drin war. Ja, Tatsache, ne? Ach, Noah, du bist eine Pfeife. Wie kann man nur so scheiße werfen, ganz ehrlich. So, was kann man hier noch machen? Warum mache ich das? Warum mache ich das? Wir können die Bank einmal außen rum tragen. Verstehe den Sinn noch nicht dahinter. Alle Kinder lieben Ballons. Okay. Kannst du ihn jetzt mal festhalten? Gut, dann können wir doch den Ballon jetzt den Torwächtern geben. So mein Masterplan. Wenn wir schon keine Tröpse mehr haben. So, mal gucken. Wie findet ihr denn Ballons? Toll! Ah, klappt das? So. Öffnet. Aber nicht ganz, ganz toll. Hey, hört auf damit! Ihr Schweinenasen! Okay. Tja, wir können auch noch mal die Szenerie wechseln, ob sich da jetzt was ergeben hat. Weil Ballons wollten sie ja nicht. Tröpse gibt's nicht mehr. Die Zitronendrops-Dinger. Geld wollen sie auch nicht. Mir gehen die Optionen hier oben langsam ein bisschen aus. Kann die Statue irgendwas machen? Nein. Ach, da ist dieses ominöse Seil. Ach, jetzt sehe ich das erst. Okay. Hier ist doch nur wieder Münze, oder? Ja, so was... viele Glücksmünzen. Ja, okay, steck nochmal was ein.
Ich würde noch mal so einen Ballon holen. Alle geht Kinder das noch? Lieben Ballons. Ja, genau. Fast alle Kinder lieben Ballons. Okay, wir wechseln nochmal das Szenario. Mal schauen, ob wir jetzt hier unten Optionen haben, die uns weiterhelfen. Weil da ist jetzt die eine Lampe runtergefallen. Hallo Spotty. Hat sich hier 0,0 verändert. Also da kann ich auch nichts machen. Wie kriegen wir dich denn da jetzt runter, junge Dame? Wie kriegen... Da ist der Marktplatz. Habe ich von oben gesehen. Ja, das ist wohl wahr. Oh, das ist ganz schön hoch. Ich will hier raus. Nein, ich zwing dich nicht, da runter zu gehen. Okay, das klappt auch alles nicht. Was haben wir hier noch für Optionen? Ganz viele sehe ich gerade. Okay. Auch wenn Noah das doof findet, ich mag Zirkus und Clowns. Was ist denn das hier unten gewesen? Kannst du da was machen? Ich erreich dich nicht. Oh, gute Idee. Ich springe, Achtung. Ach so, okay. Dann war das doch so einfach. Oh, Spotty, ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Da sind unsere Splitter-Tiebe. Oh, ohne Splitter. Schau doch, Spotty. Spot? Wo bist du denn? Hey, die tun doch nichts. Die Lumis, die wollen nur spielen. Nee, die Lumis wollten auch Spotty fressen. Fressen. So sieht's nämlich aus. Der hat ein Trauma. Okay, gut. Wir können jetzt theoretisch mal mit ihr erkunden gehen. Mal schauen, was wir mit ihr finden. Bevor wir Spotty da irgendwie wieder rauslocken. Oh no. Okay, wir gehen wieder zurück. Ach nee, warte mal, die sehen uns ja gar nicht. Die sehen uns ja gar nicht. Ja, hallo Kameraden, und? Habt ihr schon gefunden, was ihr sucht? Nanu? Oh, da sind noch mehr Lumis. 1, 3, 7. Da ist der Splitter. Die Lumis haben ihn. Oh, da kann ich Spot nicht runterschicken. Zuerst müssen die Lumis raus. Okay, die Lumis, aber, oh, ich habe mir gerade voll den Finger gequetscht. Die Lumis werden jetzt gerade rausgeholt. So, was können wir hier machen? Wozu das wohl nütze ist? Ich habe auch noch keine Ahnung. Zeig mir bitte, was du damit machst. Okay, wir wissen noch nicht, für was es ist. Wozu das wohl nütze ist? Ich habe noch keine Ahnung. Was haben wir denn hier noch? Ah, gut, da ist auch noch was. Die Schnur mit dem Haken dran nehme ich mit. Schnur mit dem Haken. Okay. Dieser Krakenmann ist fast so toll wie ein Lumi. Aber nur fast. Wie das stinkt. Ja, das wurde wohl öfter nicht mehr gewechselt. Der ist leer gefressen. Wenn im Waisenhaus was Leckeres gefehlt hat, dann haben es immer die Lumis gegessen. Natürlich. Ich habe die nie gesehen. Aber Sarah und Marie ganz oft. Natürlich. Kleine Schnackerin. Oh, es geht hier noch weiter. Die fallen da unten gerade eine Party. Eieieiei. Jetzt wird's hier wieder verzwickelt.
Wo sind wir denn jetzt? Und sie kommen da ganz easy rangeschlichen, als ob sie ihr nichts interessiert. Okay, ich würde aber dennoch sagen, wenn ich auf die Aufnahmezeit gucke, ist es wieder eine halbe Stunde vorbei und ja, wir müssen leider ein kleines Päuschen machen. Aber wie es weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch was. Bis dann.